Ja, für mich bedeutet das, dass wir unsere Beziehung mit den Bewohnern, mit den vielen Menschen einfach eingehen, die Wahrnehmung, dass wir die Wahrnehmung schulen, dass wir selber auch mal innehalten und überlegen, wie nehmen wir die Beziehung auf, dass wir in unserer täglichen Arbeit, die Pflegearbeit ist ja sehr schwer und gerade im Hausgemeinschaftskonzept, die Präsenzkräfte haben sehr vielfältige Aufgaben, dass sie da wirklich auch oft, wenn sie so einen Tunnelblick haben, dass sie da raustreten können und durch Achtsamkeit, durch einmal tief durchatmen, wenn sie mal irgendwo reingehen, dass sie dadurch einfach mal gucken, was kann ich noch wahrnehmen und wie kann ich mich zu dem Bewohner oder zu den Menschen hinbegeben. Also erst gab es schon sehr viele Fragen. Die Mitarbeiter waren teilweise sehr reserviert und haben gedacht, oh, jetzt muss ich auch noch so eine Schulung machen. Das ist sicherlich ein bisschen albern. Aber im Nachhinein waren die Mitarbeiter sehr, sehr zufrieden. Also es gab ein, zwei Stimmen, die gesagt haben, das konnte ich alles schon und da habe ich nichts Neues erfahren. Aber die meisten Mitarbeiter haben gesagt, also das war sehr gut. Und sie würden das immer noch mal weitermachen wollen. Für mich bedeutet Humor, auch mal über mich selber lachen zu können, auch mal einfach Situationen, die ich nicht ändern kann, so hinzunehmen, auch mal meine Kollegen auch mitzunehmen und wirklich auch zu sagen, das kann man jetzt so nicht ändern, lacht mal drüber und nehmt es nicht mit, man hat alles getan.